Kleine Geschenke aus Papier selber basteln. Heute gibt's Mini-Rucksäcke bei mir, die Anleitung dafür, für den Schulanfang besonders passend. Diesen oder diesen, beide habe ich aus einem A4-Blatt gebastelt. Wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie und es geht weiter in unserem Videohop von Stempelfamilie and Friends. Wir zeigen Ideen zum Thema Schulanfang oder Schulabschluss. Ich bin erstmal beim Schulanfang hängen geblieben und wollte dir sowieso kleine Rucksäcke zeigen oder in diesem Fall Schulranzen. Und wie ich diese kleinen feinen Modelle gebaut habe, das siehst du in meiner Anleitung. Weitere Ideen zum Thema findest du verlinkt in meiner Beschreibung unter dem Video und am Ende meines Videos unbedingt anschauen die Ideen von den Kolleginnen. Ja, das Material ist von Stampin' Up, was ich verwendet habe. Das habe ich dir auch in der Beschreibung verlinkt und du kommst von da auch direkt in meinen Online-Shop. Ja, hier ein Modell, das ist mal so ein schöner Rucksack, so für die Wanderung, für unterwegs vielleicht. Aber jetzt Schulanfang. Schön bunt, wie du weitergestaltest mit Texten, das ist dann dein Ding. Aber ich zeige dir die Anleitung für die zwei Teile. Farbkarton habe ich schon gesagt, ein A4-Blatt, außerdem Designerpapier, da reichen auch Reststücke und so ein bisschen Kleinkram, was ich dafür für meine Schnallen hier zum Beispiel verwendet habe, das siehst du im Video. Aber da gibt es natürlich tausend Möglichkeiten und Ideen. Der Papierschneider, mit dem man auch falzen kann, bietet sich immer an und auch für diese Sache wird er wieder verwendet. Ich nehme das A4-Blatt, lege die lange Seite ein und schneide einen Streifen von 20 cm runter. Den brauche ich dann auch für meine Riemchen, für den Griff oben. Vielleicht fällt mir noch was anderes ein. In der Mitte teile ich dieses Blatt bei 14,85 und dann erhalte ich zwei gleich große Stücke. Und ab jetzt heißt es konzentrieren. Grundsätzlich ist das alles ganz einfach, aber man hat natürlich immer Möglichkeiten für Fehler. Aber wir kriegen das so hin. Also, die kurze Seite lege ich hier oben an und schneide mir eine Falzlinie bei 2,5. Das wird der Boden von meinem Rucksack. Jetzt drehe ich einmal um und habe die lange Seite liegen und brauche noch eine Falzlinie. Ich wechsle das heute mal um dir. Beim zweiten zeige ich dir das einmal quer durch. Um hier ein Feld zu erhalten, was keine Falzlinien hat, was ich nicht brauche, was ich abschneide. Hätte sonst Falzlinien, wäre blöd. Okay, aber beim ersten zeige ich dir das mal so. Also die erste Falzlinie bei 7 cm. Jetzt habe ich hier den Boden und die andere Seite ist oben die Klappe. Jetzt muss ich nur überlegen, wie rum ich das am besten anlege. Der Boden plus das Fach quer rüber sind dann 8,5 cm. Hier ist meine erste Falzlinie. Und los geht's. Ich lege jetzt los und schneide bis zu der ersten Querlinie, hier bei 7 cm. Und dann schneide ich das Fach hier oben, das Feld aus und du siehst, weswegen ich das so mache. Ich möchte auf diesem Feld keine Linien haben, falls ich das für meine Riemchen oder anderen Elemente brauche oder für Stanzteile. Und jetzt lege ich hier wieder ein. Und habe die erste Falz, wie du weißt, bei 7 cm. Die zweite ist bei 9,5. Jetzt kommt der Spicker zum Einsatz. Die dritte bei 16,5. Und die vierte bei 19 cm. Haben wir? Wunderbar. Jetzt wird einmal alles durchgefalzt. Hier haben wir diese lange Linie. Möchte ich ja keine Falz haben. Alles klar. So, dann schneide ich hier unten mal ein, fange hier drüben an. Das wird mein Boden. So, und das letzte kleine Feld schneide ich unten ab. Hier oben wird es die Klebefläche. Das ist die Grundform. Und nächster Moment ist das Falzbein. Bevor ich das klebe, mache ich das mal gleich. Das macht sich besser und ziehe das hier über dieses Element, was dann meine, in dem Fall, runde Klappe oben werden soll. Ich lege das mal so, dann siehst du das ganz gut. Das wird also die runde Klappe. Einfach drüber ziehen und irgendwann siehst du, ist der Bogen gut da. Dann passt das. Ich habe es extra so rumgelegt, dass ich vorne die glatte
Fläche ohne Klebefläche habe und hier hinten ist dann die Klebenaht. Doppelseitiges Abreißklebeband an dieser Stelle aufkleben. Und das Ganze zusammenkleben. Ich hoffe, es ist einigermaßen gerade. Ja, funktioniert. Damit können wir leben. So sieht das hier oben aus. Und jetzt kommt die Sache mit den Klebemagneten, wo ich natürlich auch sage, kannst du mit anderen Sachen auch machen, dass du es vorne einfach ein Element hast, wo du die Klappe dann reinschiebst. Ja, also was aufsetzt mit einem Abstandsklebepunkt zum Beispiel. Ich klebe jetzt, da ich das heute mal im richtigen Moment aufklebe, Tatsache hier vorne drauf, von beiden Kanten richtig in der richtigen gleichen Entfernung und auf der anderen Seite auch relativ ähnlich. Mal sehen, ob ich das hinkriege, ohne zu messen. Meine Klebemagneten. Ich verstecke sie auch nicht innen, weil ich das ja hier nochmal mit Designerpapier versäubere. Dann ziehe ich die Schutzfolie ab. Ich habe halt irgendwie Wortverdrehung. Und warum habe ich den Boden noch offen? Damit ich jetzt den Gegendruck mit meinem Kleber hier machen kann. So, ich schiebe das rüber und habe beim letzten Mal das Problem gehabt, dass ich mich irgendwie vermessen habe. Also Augenmaß funktionierte nicht. Ich überlege mal, wie weit ich rüberschiebe und gehe jetzt von der unteren Kante und setze mir tatsächlich hier eine Markierung. In dem Fall bin ich jetzt auf 6 cm von unten. Da ich hier was draufklebe, geht das auch so. Okay, also Klebefläschchen ist drin. Mal sehen, ob ich zwei reinkriege. Ist auch schön. Ja, ist genormt. Ne? Es sind zwei drin. Wenn du hast, dann setze ich das hier an meine Kante an, schaue, dass links und rechts nichts übersteht und drücke über die Magneten. Und jetzt nicht hoch abziehen, sondern rüberschieben. Und schon kleben die, wo sie hingehören. Und werden gleich verdeckt. Und dann passt das. Schauen wir mal, es schließt wie Bombe. Es wird gleich noch ein wenig weniger. Ist auch ein schöner Text schließen, weil dann ist ja nochmal das Designerpapier dazwischen. Unten klappe ich rum und auch hier möchte ich die sichtbare Klebefläche vom Boden, also die offene, hinten haben. Das heißt, ich klappe von hinten nach vorne rum und klebe hier gleich mit doppelseitigem Abreißklebeband wieder drüber. Oder natürlich mit Flüssigkleber. Wir wollen diese Diskussion da nicht jedes Mal wieder aufmachen. Ich nehme einfach das lieber. Ich nehme aber Flüssigkleber auch, nur nicht im Video. Ich habe hier nicht den Wasserhahn im Zimmer. Deswegen müsste ich weit laufen und ich beschmiere mich echt immer. So, das klebt, das hält, das passt wunderbar. Zu haben wir es auch. Hier oben der Bogen noch mal ein bisschen biegen. Den Bogen biegen, genau. Und jetzt nehmen wir unsere Designerpapier. Ich habe zwei Stück zugeschnitten in 6,5 x 5,5 cm. Und das wären die Elemente für vorne und hinten. Da gehen wir jetzt mal auf Pünktchen. Warum nicht? Ja, das kannst du dir natürlich noch mehr anpassen. Mehr Rand oder weniger Rand oder gerader kleben als ich. Ist auch eine schöne Sache. Ja. Dann das hier auf die Rückseite. Schau, wie das passt. Ich klebe es, wie gesagt, wirklich jetzt erst. Will ja nicht immer verpassen, die Magneten anzubringen. Ist unsichtbar. So, du siehst schon, ein bisschen weniger klebt, aber klebt immer noch gut genug. Ich würde dir auch raten, es nicht zu knapp hier oben zu kleben. Einmal kannst du es so besser verdecken. Und zum anderen hält es besser, wenn das mehr Fläche hat. Es hält einfach besser. So, Schutzfolie ab. Du siehst schon, ich hatte hier mal was vorbereitet. Klebe die Bögen nach oben und setze das hier bündig drauf. Dann sind die Magneten gut versäubert. Und siehst, jetzt klebt es schon schlechter, aber es klebt. Es hält. Es klebt ja nicht, es hält. So, und die zweite Fläche vorne drauf, die wird von selber gebogen. Es ist beim Designerpapier eher automatisch, dass ich das jetzt hier schön bogig anschließe. Aber ist schon wichtig, hinten gut anzudrücken. Sonst springt das wieder hoch. Hatte ich letztens. So, wenn du diese Lücke hier hinten zu groß findest, ziehst du das einfach ein Stück höher in der Größe. Ne? Dann machst du das hier unten auch. 6,5 dann mal 5,8, dann passt das noch besser. Ich bin so zufrieden. Ich mache meinen Rucksack zu. Da hält er. Hast du es gesehen? Und dann habe ich ein Bestandteil genommen aus dem
Kreieren mit Freude. Jetzt ist sie schwimmt wieder. Ich verlinke dir das. Ja, hier diese kleinen, den kleinen Korb für die Wolle habe ich aus einem anderen Standset genommen. Jetzt denke ich natürlich drüber nach, wie das Wort heißt. Aber ist egal. Wir nehmen es nicht. So, schön vergessen. Ich klebe das mit Abstandsklebepunkten. In diesem Fall ist das eine Tasche, die blind ist, also die nicht zu benutzen geht. Also was klitzekleines einstecken. Setze das hier vorne mittig drauf. Dann sieht das schon mal schicki aus. Und brauche jetzt aus meinen Streifen, da nehme ich jetzt hier mal mein Modell. Aus diesen extra Abfallstreifen hatte ich mir zwei Stück geschnitten. Der zweite, warte, Moment. Gar nicht so, dass hier was verloren ginge. Der zweite ist hier. Das ist aus diesem Stück, was übrig blieb. Ne? Siehst du hier? Jeweils 1 cm. Eventuell nimmst du es etwas schmaler als 1 cm, so also 9 mm. Dann ein Stück, auch 1 cm, in dem Fall mal 7 cm und 1 mal 6 cm. Und da nimmst du deinen Papierschneider wieder und falzt links und rechts, hier drüben lege ich das an, bei 1 cm. Und das wird unser Griff. Den 1 cm falte ich hoch und die Mitte ziehe ich übers Falzbein. Und ruhig komplett drüber ziehen, dass das nicht zwischendurch hakt. Das ist Nummer 1. Und hier die ziehe ich komplett einmal in die eine Richtung. Komplett, du siehst, kleine runde Kreise dadurch, komplett. Und eine Seite unten, da suche ich mir so etwa 2 cm und die falze ich in die andere Richtung. Jetzt wir 2 cm anlegen und in die andere Richtung. Und dann montieren wir das. Dieses bleibt gerade und damit wir es nicht noch schief machen oder wellen, lege ich hier gleich mal mein doppelseitiges Abreißklebeband drauf. Damit versäubern wir dann. Ich habe jetzt wieder keinen Flüssigkleber genommen, sondern ich nehme diese Klebepunkte und setze damit meinen Henkel oben an, meinen Griff. Halt mir das mal so hin. Dadurch, dass das ja hier gebogen ist, bietet sich das auch echt an. Ich senkrecht drauf, etwa 1 cm vom Designerpapier nach Abstand auf dieser Seite und auf der anderen auch. Aufsetzen und hochheben zum Fixieren. Und wieder schließen. Dort oben haben wir schon fertig. Dann drehe ich um. Mache das gleiche wieder mit meinen Klebepunkten. Wie gesagt, Flüssigkleber geht ohne Ende. Ich setze die hier so 1 cm von unten etwa weg. Auf diese Stelle bei meinem gebogenen, ja, hier hin. Und es hat den Vorteil, siehst du gleich, ich kann die erstmal unten platzieren und oben das völlig unbeachtet lassen. Ich setze die hier so, versuche so gleich wie möglich links und rechts aufzusetzen und oben werde ich sie etwa hier in der Mitte fixieren. Jetzt hebe ich das nochmal ab, nehme mein doppelseitiges Abreißklebeband, du weißt schon, ich liebe das. Setze das hier an eine Stelle, wo ich denke, da passt das gut. Ich habe das unterhalb von dem Designerpapier etwa so 5-6 mm tiefer gesetzt. Und da klebe ich jetzt meine Riemchen an, suche mir wieder eine mittige Stelle, eine mittige Position. Setze die nebeneinander, so dass sie nicht unten rausgucken. Etwa bündig drauf sitzen, dann müssten die Riemen auch gleich lang sein. Und jetzt kommt dieses Stück, was ich noch habe, von 7 cm mal 1 cm und damit versäubere ich die ganze Kiste. So, da schaue ich, dass ich alles erwische, sprich die Enden hier erwische und den Klebestreifen komplett überdecke und dann klebt das. So, und der Rest ist nur noch Schnuffi-Kram. Jetzt siehst du, ich habe bei diesen Tatsache die Ecken nicht abgerundet. Hier habe ich sie abgerundet. Wir arbeiten gleich noch ein kleines Stück am zweiten Modell und dann mache ich noch mal die Sache mit dem Eckenabrunder. So, jetzt kommt meine Verzierung. Ich habe aus dem Stanzenset Bummelzeit, jetzt habe ich es gelesen, Bummelzeit, habe ich zwei Elemente genommen, also eigentlich zwei verschiedene. Und zwar gibt es da einmal, ob das auch Kleiderbügel sein könnten. Oder letztens hat es auch jemand als Verzierung für einen Dachversuch benutzt. Das sah auch schicki aus. Ich kram hier mal. Ich habe die noch nicht richtig präpariert. Glaubst du? Ist ja ein bisschen schlumpfig. Normalerweise klebe ich die einfach auf eine Magnetplatte. Finde ich eine tolle Sache. Funktioniert für mich. Die beiden Formen habe ich verwendet.
hier dieses und jenes und habe daraus meine Schnallenelemente gemacht. Zwar gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, ich weiß noch nicht, ob ich diese runden, diese mit dem Schnibbi da unten, ob ich die da so verwende oder ob ich die einfach lasse und nur diese nehme. Ich glaube, hier vom Platz her finde ich die nur schicker. Nehmen wieder meine Klebepunkte, machen sich da ganz gut, für mich zumindest. Und platziere die mir hier so, dass das so aussieht wie Schnallen. Nimmt sie mal die Pinzette. So, wunderbar. Der Ranzen hat doch schon ein Gesicht. Jetzt könnte man natürlich auch eine Tasche noch oben mit draufsetzen. Oder überhaupt nur oben draufsetzen und unten einen Gruß draufschreiben. Das ist jetzt für dich und deine Fantasie. So, und dann hätte ich hier noch mehr solche Schnallen. Zwei dieser Elemente setze ich einfach hier hinten an die Enden dran. Gibt es, glaube ich, im echten Leben auch an manchen Rucksäcken. Also früher war das so. Da konnte ja nicht genug blinken am Rucksack. Das ging einfach auch dafür, dass die Kiddies gesehen werden. Alles, was blinkt, reflektiert ja auch. Und im besten Fall hat es auch Reflektoren dran. So. Jo, das ist der eine Rucksack, der mit dem runden Dach oben. Wie gesagt, Verzierung bist du jetzt noch fällig, kannst du machen. Hier habe ich noch so kleine Knöpfe aufgesetzt. Jetzt machen wir einfach noch mal ganz schnell aus dem zweiten Teil. Ich zeige die Anleitung noch mal so, dass sie etwas einfacher wirkt. Aber das geht einfach nur darum, dass ich jetzt hier die Falzlinien ziehe bei 2,5. Und bei 8,5. Und dann drehe ich die lange Seite hin, ziehe eine bei 7 cm, bei 9,5, bei 16,5 und bei 19 cm. Und so ist es natürlich viel einfacher. Habe ich das so liegen. Ich falte schon mal hier unten, hier oben, hier drüben und hier. Und jetzt siehst du auch, was ich meine von wegen Faltlinien, die stören. Aber wäre die einfache Variante. Und jetzt schneide ich hier einfach mit der Schere einmal runter. Das ist also meine Klappe. Und hier drüben einmal quer rüber. Das ist meine Fläche. Meine Rucksackseitenteile. So, und dann wird genauso gefalzt. Und jetzt an dieser Stelle, wenn ich einen Tornister machen möchte, heißt das, wir nehmen uns das Element, legen das nochmal an. Und haben ja, die erste Linie war bei 2,5, die nächste bei 8,5. Und jetzt gehen wir einfach 2,5 cm weiter, dann sind wir bei 11 cm. Und weil Papier ja auch in mehreren Lagen übereinander immer dicker wird, gehe ich jetzt auf 11,1 und ziehe an der Stelle eine Falzlinie. Und dann haben wir die ganze Sache safe. Könnten uns überlegen, ob die Klappe jetzt unten zu lang ist. Jetzt schneiden wir erstmal das gleiche wieder aus. Das ist also jetzt Wiederholung, ne? Formwiederholung. Aber ich setze das noch zusammen, damit du siehst, was ich meine. Hier unten den Boden einschneiden. So. Nichts mit irgendwo über den Löffel ziehen. Ist nicht. Also das runter. Das. Runter das rum, schon ist mein Ranzen fast fertig. Jetzt hier oben drüber. Und das ist auch der Moment, wo ich sage, der Ring ist eröffnet. Du kannst deinen Ranzen, die Schultasche, den Rucksack, den Tornister selbst designen und ändern in den Maßen. So, du siehst hier oben drauf. Und jetzt würde ich es wieder anders machen. Ich würde wahrscheinlich keine Magnete nehmen. Ich würde hier vorne die Tasche, wenn ich dann das Designerpapier habe, so aufkleben, dass sie nur unten klebt. Und Plan B, ich zeige dir das. Soll ich zeigen? Muss ich tun. Okay, ich habe mir oben jetzt ein Stück Designerpapier zugeschnitten in 6,5 x 2 cm. Das setze ich hier oben drauf. Da kann ich dann wunderbar meinen Griff aufsetzen. Magnete haben wir gesagt, lassen wir weg. Fallen heute aus. Sie sucht wieder was. Hier ist das Klebeband. Bin ich noch in der Zeit? Du willst ja auch noch Zeit haben für die Mädels. Also diesmal sind dabei Annalena, Merle,
Karin und Maria. Aufgesetzt, schon passt das. Hier unten lasse ich wirklich offen, das denkst du dir einfach. So, das ist vorne. Hinten lassen wir jetzt auch weg, müssen wir nicht drüber reden. Aber vorne klebe ich auf. Das ist wieder ein Stück in 6,5 mal 5,5 cm. Ja, das ist das Falsche. Das wollte ich innen reinkleben. Ich nehme das andere. 6,5 mal 5,5 cm. Das hier war eins für den Deckel, wenn er rund ist. Also für die Mappen. Da passt hier wunderbar 5,5. Genau. Und jetzt messe ich das aus und nehme wieder dieses Element hier. Du weißt aus dem Stanzenset, was bei mir keinen Namen im Kopf hat. Also ich weiß genau, wo es ist im Katalog. Aber es ist irgendwie wie Schall und Rauch. Ja. So, dass ich gerade so nicht ranstoße, ja, an meine Klebeflächen. So, und dann setze ich das hier drauf. Und guck mal, just der Daus die Klappe hält. Jetzt nehme ich das Stück, was mir gerade runtergefallen ist. Ich komme wieder. Und setze das hier vorne noch dran. Dafür muss ich es jetzt aber kürzen. Ich messe mir das einmal aus und dann siehst du, wie wir das Ganze hinkriegen ohne Klebematte. Okay, Moment. Mal sehen, ob das jetzt wird hier so mit abgezogen und so. Das wird vor allem eine Schweinerei, aber es funktioniert. Den ziehen wir auch gleich ab, ehe der Never Ending verklebt. So, Klappe hoch. Klappe hoch und drauf damit. Und du siehst, es geht echt der Schulranzen, Tatsache, ohne Magnete, der Verschluss. Okay, den Rest habe ich dir gezeigt, was ich dir jetzt zeigen wollte und natürlich vergessen habe. Du kennst das schon, ne? Das ist aber so selbsterklärend. Man kann natürlich auch die Ecken abrunden und wenn man das macht, dann rundet man einmal den Farbkarton ab und die eine Seite eben auch von dem Designerpapier. Das soll ich dazu jetzt erklären. Okay, so. Habe ich was versäumt? Könnte das jetzt noch zukleben? Ich kann da noch die Schilder ankleben. Ich kann noch dekorieren ohne Ende. Ich zeige noch einmal hier meine Grundformen. Da siehst du, habe ich die Ecken abgerundet. Mann, Mann, Mann. So. Und das sind die Schulranzen. Und du siehst schon, ich bin hier in Produktion gegangen. Sind ja nicht nur für den Schulanfang gut zu verwenden, sondern überhaupt für alle Anfänge. Vielleicht auch mal für so einen Anfang, wenn man im Beruf neu startet, neue Arbeitsstelle, was auch immer. Ist einfach eine feine Sache und natürlich für alle Urlaubs-Events, für Ausflüge, für Gutscheine. Du wirst Ideen ohne Ende haben, mindestens so viel wie ich. So, das war meine Idee zu unserem Video-Hop zum Thema Schulanfang und Schulabschluss. Und jetzt hopse bitte weiter zu den Kolleginnen, die freuen sich auch. Ich freue mich riesig, dass du dabei warst und wir sehen uns hoffentlich bald in einem meiner nächsten Videos. Bis dahin, deine Angela von der Stempelfamilie.